Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu. Sehen Sie mich nicht? Offensichtlich sehen Sie mich nicht. The Dark Project. Ja, hi. 3, 4, 4, 4, 3? Daneben. Blöd. Vielleicht treffe ich ihn noch. Nein, ich treffe ihn nicht mehr. Ich renne ihn jetzt einfach mal hinterher, ganz waghalsig, wie ich bin. Okay, das war richtig, richtig schlecht. Zwei Wasserpfeile verschwendet, was hier nicht gut ist. Dementsprechend werde ich ganz kurz neu laden. Juhu, okay. Puh. Okay. Dann weiß ich aber irgendwie, dass die hier wahrscheinlich gleich vorbeikommen werden. Und dann kann ich die ja theoretisch ausschalten. Diese zwei Feuerbällchen hätten uns ziemlich gefährlich werden können. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zurück. Das hat jetzt gerade ein bisschen, wurde jetzt gerade etwas unterbrochen von den kleinen Viechern. Ich habe das Gefühl, es ist schon wieder dunkler geworden in meinem Bild hier. Naja gut, ich hoffe, dass sich das Ganze ein bisschen gibt in der nächsten Zeit. Kommen die jetzt hier oder nicht? Ich möchte nämlich ungern da längs gehen, wenn ich weiß, dass sie hier gleich langkommen. Dann renne ich denen nämlich in die Arme und das will ich nicht. So. Gut, dann beziehe ich hier mal Stellung. Schön im Dunkeln. Kommt. Bingo! Oh, da kommt noch einer. Ah! Huff. Hui, wo kam der denn jetzt auf einmal her? Von der anderen Seite, hä? Okay, Quicksave auf F11. Huh, Schwein gehabt. Ja, schon wieder länger nicht mehr gespielt. Dementsprechend, wow. Okay, jetzt traue ich mich mal ganz kurz hier längs zu gehen. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Wie komme ich denn jetzt auf die Map? M, Tatsache. Ich bin einfach komplett mittig von der Map. Komplett in der Mitte. Das heißt, von hier aus müsste ich ja eigentlich locker den Weg zu dem Talisman finden. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich hierher komme. Beziehungsweise, dass ich hier schon mal war. Und, habe ich das schon mal gelesen? Dear Meilu, the city is too grand for this unworthy country. Ja, habe ich schon mal gelesen. Okay. Dementsprechend war ich hier tatsächlich schon mal. Wenn ich jetzt im Kreis gelaufen bin, das wäre ziemlich blöd. Okay, ich guck mal ganz kurz hier hinten. Ich glaube, hier bin ich noch nicht entlang gelaufen, oder? Was ist denn hier unten? Oh. Komme ich da rüber? Nee, da komme ich nicht rüber. Das ist zu weit. Aber ich glaube, da oben muss ich hin. Ja. Da hinten kommen mir nochmal so ein paar Feuerbällchen entgegen. Ich hoffe, die Kirche ist nicht zu laut. Da bimmeln gerade die Glocken. Oh, so viele Wege. So viele Möglichkeiten. Ah, hier ist, hier bin ich wieder hier. Okay, ja, sehr schön. Noch einmal hier längs gucken. Das ist auch wieder ein anderer Weg. Oh, das ist alles so verwirrend. Ich finde hier nie wieder raus. Ich sehe das schon kommen. Was ist das denn hier für ein Weg? Den bin ich doch bestimmt auch schon mal gelaufen. Tausendprozentig. Oder auch nicht. War ich hier schon?
Komme ich hierher? Wasserpfeile. Nein, hier komme ich nicht her, offensichtlich. Ups. Bin in Schengen geblieben hier. So. Okay, das heißt, ich gehe einmal eben hier weiter. Oh. You shall not pass. Okay, oh, oh, Wasserpfeile. Oh Gott, wie soll ich da denn hinkommen, ohne da reinzufallen? Ah, ich hab's geschafft. Einmal speichern. Heieiei. Das war knapp. Okay, hier. Sieht gut aus. Okay. Oh, easy. Gar kein Problem. Oh, hier wird schon wieder dunkel. Ah, ich sehe schon wieder kaum noch was. Das kann aber natürlich auch an der Sonne liegen. Es muss nicht an meinem Spiel liegen. Und, okay. Ach, da ist die Brücke. Ja, super. Also da ist die Brücke, die ich eigentlich ausfahren muss. Allerdings habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich das nochmal tun muss. Und ich glaube, so komme ich da nicht rüber. Hier schon wieder dieses Licht, dieses dämliche. Heißt das, sie sind auch, Barracks? Kleine, schnubbelige Barracks? Oh. Gold. Sachen zum Mitnehmen. Wundervoll. Ich höre hier doch was. Ist das... ein Barrack-Schwanz? Da redet doch jemand. Was zum Henker? Wow. Das ist dezent unheimlich. Um mich nicht einfach runterzugehen. Ich mach mir mal hier die Mühe. Okay. Was auch immer das für ein Zeug ist. 710. Sehr schön. From Secretary of Protocol Waitan to Keepers of the Keys. It is spoken that Vatoran has closed the Colosseum for reasons other than pity in a year and a day of our new master is wildly dissembled. Okay, keine Ahnung, was das heißt. Sagt mir, glaube ich, auch nichts. Ist blöd. Okay. Ach, das ist eine Metall. Oh! Ah! Ist eine Metalltreppe, sehr schön. Okay. Einmal wieder hinaus. Und mal schauen, ob das hier wirklich ein... Das ist kein Barrack-Schwanz, das ist nur diese Fackel. Aber ich habe doch trotzdem jemanden reden hören. Hier komme ich her, glaube ich. Ich habe definitiv jemanden reden hören. Geht's noch immer abwärts? Ich höre Schritte. Kommt derjenige hierher? I shall build shelters from the winds, feel the countless waters, see the vast earth burn. The eternal fire. Das sind Magier. Hier laufen Magier rum. Wie kommen die denn hier hin?
Ich habe ja das Gefühl, also ich weiß ja, dass das Hüter waren, die hier ihre Expedition hingemacht haben. Ich habe das Gefühl, die arbeiten mit diesen komischen Magiern zusammen. Ich muss hier einmal speichern und dann gehe ich da mal gucken. Das Blöde ist natürlich, dass hier das Licht dann sofort angeht. Hier unten, das habe ich beim letzten Mal überhaupt nicht gesehen. Oh. Was ist das? Ein Gasfall. Ein Heiltrank. Wow. Ich glaube, hier war ich beim letzten Mal wirklich. Ach Gott, jetzt habe ich natürlich den Feuerpfeil in der Hand. Sehr gut. Okay. Jetzt muss ich, glaube ich, spätestens meine Gaspfeile auspacken. Das war nicht schlau. Habe ich nicht gespeichert, nachdem ich den Driss gefunden hatte? Kommt er hier längs? Nein, wie es aussieht, nicht. Okay, jetzt hole ich mir die Sachen hier wieder. Und ob sie das tun will. Nothing. I shall walk the path. My return to the eternal fire. Also, so wie es aussieht, fliegen die Gaspfeile auch straight, wie die Feuerpfeile es tun. Deswegen hatte ich ein bisschen weiter oben geschossen, weil ich dachte, die fliegen Bogen, aber offensichtlich tun sie das nicht. Okay, jetzt werde ich aber hier noch einmal speichern, damit ich das nochmal. Okay, das ist auf jeden Fall ein Feuermagier. Den werde ich damit ausschalten können, aber was ist der andere? Der sah aus wie so ein Luftmagier. Den werde ich dann mit den Gaspfeilen nicht vernichten können. Oh, damit kann ich auch die Fackel ausmachen. Ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Ist der andere natürlich so ein bisschen aufgescheucht, glaube ich. Komm her, mein Freund. Spiel mit mir. Mal einmal Luft holen hier. Oh, das ging aber schnell jetzt. Kann ich den mit, womit kann ich den denn? Ich will das abbrechen. Ah, okay, indem ich meine Waffe wegstecke. Den scheint das aber nicht sehr interessiert zu haben, dass ich hier seinen Kumpel umgehauen habe. Das sieht aus wie ein Mechanismus, den man benutzen kann. Das andere ist tatsächlich ein Luftmagier, den kann ich dementsprechend damit nicht ausschalten. Ich muss hier schon meine, die Pfeile hier benutzen. Jetzt braucht er natürlich wieder Ewigkeiten, bis der hierher kommt, Mano. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Nein! Nein! Do not try to Oh! Wow. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den mit einem Schlag killen kann. Your fate is a hurricane that cannot be outrun. Ist hier noch einer? Oder reden die noch, wenn sie tot sind? Okay, das sind offensichtlich doch keine zu benutzenden Mechanismen. Ah, hier ist noch einer. Do you see death in the darkness? Hier ist definitiv noch einer. Aber wo? Hier um die Ecke muss der sein.
Aber ich glaube, ich muss den Part auch erstmal wieder beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Kommentare werden natürlich immer beantwortet. Und schaut auf jeden Fall auch unten in die Videobeschreibung. Wichtige Links und so. Unter anderem auch die Karte zu dieser Map hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.